Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Deutschen Simulator 2013. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Surgeon Simulator 2013. Ich bin immer noch an der Herz-OP, ich schaff's einfach nicht, aber wir versuchen es jetzt nochmal, ist doch völlig klar. A, W, E, R und zack, und schon geht wieder meine Uhr weg. Halt, ich muss doch das Ding hier entfernen einfach mal, komm. Komm, geh weg. So, na also, das war doch schon mal gut. Lass los! Fall runter, du blödes Scheißding. Okay, ich habe das letzte Mal das mit dem Hammer gemacht. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Das brauche ich aber auch nicht, ne? Dieses komische Urinprobenglas. Ich würde es gerne mal hiermit versuchen. Mit diesem komischen Schlagbohrer, was immer das auch ist. Es fällt mir nur gerade etwas schwer, ihn zu nehmen. Jetzt habe ich ihn. Oh, ich bin so gut. So, dann versuchen wir es mal hiermit. Vielleicht können wir auch gerade mal die Zähne machen. Nee, das lassen wir jetzt. So, pass auf. Wie kann ich das jetzt am besten machen? Ach du Scheiße. Oh! Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das macht sich, das bohrt sich von alleine dadurch. Was habe ich denn jetzt hier? Das ist, Scheiße, das hat bestimmt wehgetan. So, weg mit dem Ding. Komme ich da nochmal dran? Das war eigentlich ganz gut, ne? Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt fällt es aber gleich runter. Ich muss es noch kriegen, bevor es runterfällt. Komm her! Schlampe! Ich hab's doch, oder? Hab ich's? Ich hab's. Ich glaube, ich hab's. So, also, jetzt wird hier weiter gebohrt. Oh, ich muss kippen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Oh, jetzt bohrt er da unten auch noch rein. Warte mal. Doch so gehen, oder? Also, und jetzt runter, komm. Los. Das hat doch alles seinen Sinn hier. Das muss doch, das Ding muss doch irgendwie einen Sinn haben. Der Scheißbohrer hier. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Komm, drehen, drehen. Diese Scheißrippen, die kriegen wir doch irgendwie klein, oder nicht? Wieder ein bisschen mehr kippen. Ihr seht schon, das ist ein bisschen komisch. Ja, das war gut. Volltreffer. Ich komme sonst wieder nicht an das Herz ran. Das hat bei der zweiten Folge, bin ich einfach nicht an das scheiß Herz rangekommen. Und das muss ich jetzt mal diesmal richtig freilegen. Das mache ich jetzt hier auch mal mit dem Bohrer. Das kostet doch gar nicht so viel Blut, sehe ich. Das ist nicht schlecht eigentlich. Das hat doch ein feines Werkzeug hier. Ja, gut, gut, gut. So, da noch rein. Jetzt muss ich wieder ein bisschen kippen. Also, so, jetzt... Ah, ich bin Gott! Ich bin der Gott in Weiß! Und zwar nicht der Halbgott in Weiß, ich bin der Gott in Weiß. Schreibt's bitte drunter in die Kommentare. Harald ist der Gott in Weiß. Obwohl, man sieht ja gar nicht... vielleicht operiere ich ja auch nackt. Man sieht ja gar nicht, was ich hier so hab. So, das war nicht schlecht. Oh, scheiße. Ja, gut, weg. So, dann schauen wir mal, ob wir da was rausnehmen können jetzt. Das Ding dreht sich in der Zwischenzeit weiter. Das ist mir aber gerade völlig egal. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier was kriegen. Ob wir das hier jetzt irgendwie rausfummeln können. Komm her. Das hat doch beim zweiten Teil auch funktioniert. Ich muss ein bisschen kippen vielleicht. Die Hand ein bisschen kippen, dann runter. Ne, so geht das nicht. Scheiße, ich muss ein bisschen drehen jetzt wieder nochmal. Nochmal runter. Zack, zack. Ich hab's. Teil Nummer 1, sehr schön, wunderbar. Dann machen wir mal hier Teil Nummer 2. Auch das dürfte hier kein Problem sein. Oh, scheiße, das Herz. Nein. Oh Gott, jetzt wäre mir fast mein Herz runtergefallen. Oh je, das muss ich nachher dann retten da. Das brauche ich ja noch. So, und jetzt weiß ich nicht, wie das geht, wie ich das Herz da rauskriege. Muss ich da diesen... Warte mal, muss ich dann hier das vielleicht auch noch rausreißen? Komm her. Scheiße, zier dich mal nicht so, du blödes Ding. Hin rein. Raus. So, zupacken. Ich kann da nichts rausreißen mehr. Das ist das Problem. Und ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Ob ich das Ding hier rausreißen muss oder ob ich einfach irgendwie anders an das Herz rankomme. Und so komme ich irgendwie nicht dran. Obwohl das jetzt so gut war, der Durchgang bislang. Ich komme da aber auch nicht rein, richtig. Wartet mal. Vielleicht machen wir es mal anders. Ich werde jetzt mal hier versuchen. A, W, E, erstmal anlegen hier die kleinen Fingerchen und das dann hier mit diesen zwei Zeigefingerchen da rein zu fingern. Vielleicht geht das ja. Wie kippt man das? So.
Und jetzt nehme ich dann mit beiden Fingern hier. Aber ihr seht, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich komme nicht dran. Okay, pass auf. Wo ist der Bohrer? Wo habe ich den jetzt wieder hin? Der ist runtergefallen, ne? Scheiße. Na, da ist er. Nee. Was ist das denn? Das ist auch was zum Schneiden, oder? Nehmen wir das mal. Vielleicht hilft mir das weiter. Wenn ich drankomme, natürlich. Wenn ich drankomme. Ich muss nur aufpassen, dass ich mein Herz nicht runterschmeiße. Das ist nämlich da auf der anderen Seite. So. Nein, ich hab's nicht. Kacke. Ich hab's nicht, das Teil. Drehen. Drehen. Mann. Hab ich jetzt? Hab ich's jetzt? Ich glaube, jetzt hab ich's. Oder? Nein, ich hab's nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, dieses scheiß Teil da aufzunehmen. Mit allen Händen, Fingern meine ich natürlich. Jetzt hab ich's. Ich hab's nur etwas falsch rum. Oh, kann man sich hier irgendwie selber umbringen eigentlich? Ja, das hier ist auch ein sehr schönes Spiel für Emos. Verzeihung. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das mit dem Ding hier durchschneiden können. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Ich komme gar nicht rein. Scheiße. Vielleicht hier? Nee, tut sich ja gar nichts. Das ist nur Blutverlust. Irgendwie, ne? Das ist irgendwie nur Blutverlust. Scheiß doch die blöde Kackwand an. Oh nein! Es ist reingefallen. Oh Gott. Oh je, schnell, ich versuch's wieder rauszuholen. Ah, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, ein kleiner Unfall am Rande. Oh je. Bitte, ich muss das rausholen. Das geht doch nicht. Scheiße, ich komme nicht dran. Ist mir das scheiß Gerät hier reingefallen. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Hallo. Auch das ist mir gerade unmöglich. Jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. Raus, 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 raus. Rette, was zu retten ist. Scheißen Dreck, ey. Das wäre beinahe schief gegangen. Es ist schief gegangen. Ich habe nur noch 812 Milliliter. Wie komme ich denn jetzt an das scheiß Herz ran hier? Ich muss doch so reinkommen. Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch machbar sein. Zupacken! Okay, Leute, ich weiß einfach nicht, ob ich diesen Strang hier, der mir ständig im Weg ist, ob ich den auch raussäbeln muss. Ich weiß es nicht. Tja, der Hammer ist da ein bisschen ungünstig, ne? Ich hab's auch mit dem Skalpell, habe ich's auch schon mal probiert. Mit dem geht's ja auch nicht. Jetzt versuchen wir erst nochmal das Herz hier zu retten, bevor wir noch was anderes falsch machen. Ja, wenn ich das jetzt nicht erwische, das Herz, dann ist eh Feierabend. Dann ist eh Feierabend. Komm her, Herz. Warum liegst du denn so weit draußen jetzt, verdammt nochmal, du scheiß Herz? Gib mir mein Herz zurück. Komm! Das gibt's doch nicht. Jetzt komme ich da auch nicht mehr dran. Und jetzt hänge ich hier mit dem Finger. So, jetzt. Warum komme ich denn jetzt da nicht mehr drüber? Ich komme da nicht drüber, oder? Doch, jetzt hier geht's vielleicht. Ich komme nicht weiter nach rechts. Das Herz ist weg. Ich komme nicht mehr dran. Blöder Mist hier. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal. Ich versuche gerade nochmal zu probieren. Ich komme an dieses Herz nicht dran. Das ist mein Problem schon in der zweiten Folge jetzt hintereinander. Ich komme nicht dran. Das muss ja wahrscheinlich raus. Oder? Das muss ja wahrscheinlich raus. Habe ich es jetzt? Nein. Habe ich nicht. Komm her, greif zu. Los. Das gibt's doch nicht. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich krieg das Kackherz hier nicht raus. Ah. Ja gut, der wird ja eh verrecken gleich, aber so ein blöder Penner, ey. Muss irgendwo meine Wut rauslassen gerade. Arschloch! Blöder Idiot! Jetzt zick hier nicht so rum. Ich will hier dieses blöde Herz rausholen und es geht nicht. Es geht nicht. So, jetzt aber, oder? Das ist super. Jetzt hab ich's! Jetzt hab ich's! Ich hab's! Ich hab's! Hab ich's? Hab ich's?
Ich hab's, aber ich krieg's trotzdem nicht raus. Mann. Komm her. Komm, Herz. Komm. Komm. Nein. Was ist denn das für ein Let's Play? Ein Typ, der irgendwie eine Viertelstunde versucht, hier ein Herz rauszureißen und es einfach nicht auf die Reihe kriegt. Nein. Los, geh rein. Scheiß Herz. Komm. Zack. Hab ich's? Nein, ich hab's nicht. Das ist doch blöd. Das Ding hier ist im Weg. Definitiv. Kann ich das vielleicht irgendwie rausreißen? Wie nehme ich das denn? So rum? Ah, komm. Zeigefinger, ihr seht ja, er greift nicht richtig. Das ist ja auch verdreht, die Hand, ne? Das geht ja nicht so einfach. Aber mit allen Fünfen geht's auch nicht. Oder? Versuchen wir mal hier fäustlingsmäßig reinzukommen. Und dann ein bisschen zu drehen noch. Wieder rein, komm, rein. Und dann zugreifen. Geht nicht. Es geht nicht. Ich komme nicht an das Herz dran. Und ich weiß nicht warum. Ich muss wahrscheinlich irgendwas noch machen, was ich noch nicht überrissen habe. Ah, ich lauf gleich amok! Ach, kacke. So, pass auf. Wir schauen jetzt mal hoch. Wo steck ich hier? Jetzt hänge ich wieder fest. Du, was willst du denn jetzt hier, du scheiß Stück? So, dich will ich haben. Dich will ich jetzt haben, ausprobieren. Zack, zack. So, und dann ist er tot, ja? Dann ist er halt tot im Zweifel, aber ich muss das jetzt mal ausprobieren. Kann ich das Herz kaputt hauen? Ich muss mal drehen. Hoppala. So, und dann muss ich doch einfach nur so hoch und runter, ne? Zack. Geh kaputt, Herz. Oder du blödes Scheiß. Ah. Ah. Ich werd nicht mehr. Es geht nicht. Ich kann das auch nicht kaputt hacken irgendwie. Das geht nicht raus. Was wollt ihr von mir? Scheiß Dreck, Mist aus der Hölle, ey. Also ich kann da rumhacken. Das bringt aber nichts. Das Ding da... vorausgesetzt, ich würde treffen überhaupt. Aber ich kann das Ding hier nicht rausmachen. Seht ihr das? Es geht nicht... Oh, jetzt habe ich auch noch den Hammer losgelassen. Ach, Kacke! Naja, ist okay. Eh schon so gut wie im Arsch alles. Seht ihr ja... Scheiß blöder Pisser, du! Du kostest mir meine ganze Karriere hier als Chirurg. So, Freundchen. Das gibt's jetzt als Rache. Zum Abschluss gibt's das jetzt hier noch als Rache. Du blöder! Idiot! Das ist keine Absicht, was ich hier mache, natürlich. Um Gottes Willen. Das ist ein ungewollter Ausversehen-Unfall. So! Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Toll, ich bin begeistert. Soll ich weiterspielen? Ich bin mir nicht sicher. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaltet vielleicht beim nächsten Mal wieder ein, falls ich doch noch weitermache. Ich muss doch dieses Herz irgendwie rauskriegen. Das kann doch nicht so schwer sein. Also, ciao, ciao. Blöde Drecksfick.